Herzlich willkommen zurück, Dark Souls 3, die Stoic Challenge, wo wir sinnloses Zeug immer und immer wieder machen, bis wir eine Erleuchtung erfahren. Hier sind wir jetzt in Irithyll Dungeon und die Erleuchtung fühlt sich im Moment so weit entfernt wie irgend je an. Ich kann mich erinnern, dass ich da gestorben bin, aber ich bin da offenbar gestorben. Wir haben ja schon einiges von Irithyll Dungeon gesehen und geklärt. Mir ist noch nicht ganz klar, was in der Mitte von diesem Raum da ist. Das gucken wir uns mal von der Brücke da oben an, aber erstmal müssen wir ein bisschen aufpassen, dass diese Gefängniswärter hier nicht mit ihren komischen Sonderfähigkeiten das Licht auspusten. Die können ja die Health Bar schrumpfen lassen und haben möglicherweise auch noch andere Fähigkeiten. Das ist irgendwie alles ein bisschen mysteriös. Man kann sich ja auch kaum noch bewegen, wenn die angreifen. Ah, jetzt geht's schon los. Blick nach unten werfen, ob das vielleicht der Raum ist, in dem beim letzten Mal diese Unzähle... Ja, das ist der Raum, okay. Dann ist das ja alles ganz übersichtlicher, dann müssen wir einfach nur von oben jetzt nach unten durcharbeiten. Das hat ja dann einen Sinn. Und damit sind wir beim Thema für heute. Ich möchte heute mal ein bisschen über sinnlose Dinge sprechen und warum die auch ihren Wert haben. Das ist ja, glaube ich, vor allem unter Leuten, die selber nicht spielen, oft so, dass Computerspiele diesen Ruf haben, Zeitverschwendung zu sein. Und ich will das gar nicht jetzt generell bestreiten, auf eine Weise stimmt das natürlich. In der Zeit, in der ich hier Dark Souls 3 spiele, hätte ich wahrscheinlich ein halbes Buch konzipieren können. Ich dachte, hier ging das jetzt runter, irre ich mich. Mich nicht. Da ist ein Aufzug, den müssen wir uns erstmal rufen. Ich glaube, das ist ein Shortcut, den wir letztes Mal aufgeschlossen haben, um und der uns ziemlich nah an die Spitze des erforschten Bereichs bringt. Wir müssen ja eigentlich nur ganz nach unten, eben in den Raum, den wir gerade von oben gesehen haben. Und dann wird es wahrscheinlich unerfreulich, weil der irgendwie halbes Dutzend reicht gar nicht, ungezählte von diesen Gefängniswärtern waren. Ja, zum Thema sinnvoll und sinnlos. Ich will jetzt gar nicht in so Kulturdebatten einsteigen. Es ist ja immer so, dass Leute, die von irgendwas viel verstehen und irgendwas viel Zeit investiert haben, das ganz anders sehen als die Leute, die das nicht gemacht haben. Und das ist banal. Und auch nicht sonderlich interessant. Das ist einfach so. Wer nicht in die Spielekultur Einblick hat, der wird das doof finden. Aber es ist natürlich in einem größeren Sinn sinnlos, nämlich dass jetzt, wenn ich Dark Souls 3 beendet habe, unabhängig jetzt von dem Experiment, das hat eventuell, wenn es klappt, seinen Sinn. Dann habe ich vielleicht gelernt, mit Frustration besser umzugehen. Das ist ja der Plan hier. Aber ansonsten wird mir Dark Souls 3 keine Fähigkeiten bringen, die mich irgendwo in meinem Leben weiterbringen. Es ist einfach nur Unterhaltung, also Zeitvertreib, vielleicht auch Entspannung, das heißt... Sehr witzig. Was davon? Mobs. Und in dem Sinne ist es sinnlos. Ich habe von einem ganz berühmten YouTuber vor einer Weile ein Video gesehen, H. Bomber Guy, der unter anderem berühmt damit geworden ist, dass er Donkey Kong gespielt und dabei mehrere hunderttausend Pfund an Spenden für Charity, für einer Charity für Trans, ich weiß gar nicht genau wofür, das Thema ist irgendwie Transsexualität.
Jedenfalls hat er da ganz viel Geld eingesammelt, damit ist er berühmt geworden. Oder die Videos sind auch sonst. Er macht viele Video-Essays vor allem über eben Popkultur und Spiele und all das. Und er hat ein sehr schönes Video, wo er drüber spricht, wie sehr er Speedruns schätzt. Und Speedruns ist ja, wenn man so ein Spiel hier, das für sich genommen schon sinnlos ist, besonders schnell spielt. Also wenn man alle möglichen Tricks und Möglichkeiten, die man hat, ausnutzt. Hörst du auf? Hörst du auf, Spiel? Alle Möglichkeiten, die einem das Spiel gibt, nutzt, um möglichst schnell da durchzukommen. Was ist schon mal los mit den Kamerasparen? Und die zentrale These von dem Video war, dass diese Speedruns, so sinnlos die von außen scheinen, also vor allem wenn man das Spiel nicht kennt, ist das natürlich, das kann man sich natürlich gar nicht angucken. Das ist eigentlich nur interessant, wenn man das Spiel kennt und bei jeder Wendung, die der Speedrunner dann nimmt, sagen kann, ach meine Güte, auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Dann hat das noch so ein bisschen Wert, weil dann hat man ein Rätsel, von dem man gar nicht wusste, dass es das gibt, hat man dann gelöst. Das sind auch bei Dark Souls Speedruns gerne mal, an welchen Stellen man weit runterspringen kann, um ganze Teile von Leveln auszulassen. Aber wenn man das nicht hat, sind diese Videos natürlich eigentlich vollkommen leer. Aber, sagt Age Bomber Guy, ich glaube, er heißt Harry mit Vornamen, Nachnamen vergessen, diese Videos haben eine Ästhetik, die ich sage jetzt das, was bei mir davon angekommen ist. Ich gebe jetzt nicht seine Meinung wieder. Dass diese, gerade diese Sinnlosigkeit, schon wieder die Hälfte der Heftbar verloren, die Sinnlosigkeit dieser, Gegner sind ganz schön unangenehm. Ich habe irgendwie noch nicht in den Fingern drin, dass Estus trinken da nicht hilft. Das ist ja auch genau der Gedanke dieser Gegner. Dass man den Reflex hat, wenn die Health Bar abnimmt, Estus zu trinken. Und wenn die Health Bar selber aber abgenommen hat, ist natürlich dann auch noch die Estus-Flasche verschenkt und verschwendet. Meine Güte, sind das viele. Zwei, also ich glaube drei haben wir jetzt schon platt gemacht und das sind nochmal mindestens vier. Ivy. Die dann so wegfliegen, ist unangenehm, weil dann der zweite Schlag, den mache ich jetzt schon gar nicht mehr, der geht dann natürlich direkt ins Leere. Und das ist mal wieder eine ordentliche Schwierigkeitsstufe, die hier einprogrammiert ist. Ja, das Schöne an diesen Speedruns ist eben genau das hier mit unglaublicher Energie und mit unglaublichem Einsatz. Das ist ja, also so ein Speedrun dauert irgendwie dann eine Stunde. Aber die Energie, die da reinfließt, um das in dieser Stunde hinzukriegen, das sind meistens Monate.
Das ist unvorstellbar viel Energie in was völlig Sinnloses, also in was fast objektiv Sinnloses. Denn nicht nur ist ja das, ein Speedrun ist ja nicht einfach nur das Spiel spielen, sondern das Spiel monatelang so zu spielen, dass man am Ende diesen Speedrun hinbekommt. Und da ist schon, da grenzt schon so ein bisschen an Wahnsinn. Und genau deswegen, weil das keinen Sinn hat, ist das Ergebnis Schönheit. Ist das Ergebnis ästhetische Schönheit. Ich gucke mir die auch wahnsinnig gern an, diese Speedruns. Das hat was fast Meditatives. Zum einen einfach, und das ist dann, da muss man aber wahrscheinlich wirklich was von Spielen verstehen. Ich kann aber, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn jemals jemand diese Videos anguckt, dann ist das jemand, der sich für Spiele interessiert. Das Tolle an diesen Speedruns ist, dass mit einer unglaublichen Effektivität der Aktionen und der Bewegungen diese Spielräume navigiert werden. Also die Art und Weise, wie sich die Spielfigur durch die gestalteten Räume bewegt, ist an sich eine Qualität in solchen Speedruns. Nein. Schweinepriester! Nein! Das ist einfach auch schön anzuschauen. Das ist so ein bisschen wie Sport, also realer Sport. Es gibt ja auch mittlerweile E-Sports, die auch aus demselben Grund attraktiv sind, glaube ich. Neben der Tatsache, dass wenn man selber so ein Spiel, zum Beispiel jetzt StarCraft, was ja eine ganz große E-Sport-Community ist, wenn man selber StarCraft gespielt hat, dann ist natürlich StarCraft als E-Sport sehr attraktiv. Eben, weil man dann, so wie das eben auch im Fußball oder im Tennis ist, wenn man was von dem Sport versteht, viel besser wertschätzen kann, mit welcher Kunst und mit welchem Können die Sportler dazu zu Werke gehen. Und das ist natürlich bei E-Sports, bei Spielen genauso. Diesen Estus-Reflex gehabt. Dann warte ich mal, bis sich das wieder auffüllt. Aber das Zuschauen bei solchen Speedruns, so, ich rede jetzt einfach mal weiter, obwohl hier nach wie vor die Finsternis auch nicht zumarschiert. Damit werden wir fertig. Ist nicht nur, die erkennt man nicht nur, wenn man das Spiel kennt, sondern wenn man überhaupt weiß, wie Spiele funktionieren, weil man sieht eigentlich auf den ersten Blick, auch wenn man das Spiel gar nicht kennt, mit welcher Effizienz und Geschwindigkeit, da die meisten Handlungen ausgeführt werden. Und das für sich hat eine ästhetische Qualität. Das ist, wie gesagt, was wir auch an Sport schätzen, dass wir in den Handlungen der Sportler sehen, wie viel Energie reingeflossen ist, darin, dass diese Sportler diese Handlungen so ausführen können. Dass ein Stürmer im Fußball den Ball auf diese Weise manipulieren kann. Und wie gesagt, wenn man das selber mal probiert hat, dann weiß man es noch mehr zu schätzen wahrscheinlich, aber selbst wenn man es nur anschaut, sieht man schon, das ist kein normaler Laienumgang mit dem Ball und das ist bei einem Speedrun auch kein normales Laienspiel, sondern da ist was ganz Eigenes im Gang. Also jetzt liegen die Seelen, das ist sehr unangenehm, wir liegen jetzt mitten da drin. Das heißt, wir kommen da auch, so wie diese Viecher ausgestattet sind, kommen wir da unmöglich ran, solange die ja noch unterwegs sind. Wir müssen die jetzt nach und nach ausschalten und dabei möglichst nicht sterben. Das Problem ist ja, das haben wir gerade gesehen beim letzten Mal draufgehen, dass mit diesem Brenneisen, die führen immer einen Angriff mit diesem Brenneisen aus, dann dabei fällt man und dann hat man ein ganz kurzes Fenster, in dem man wegkommt und wenn man das nicht nutzt, der nächste Angriff sind dann 3 oder 4 Stöße mit dem Brenneisen und dann bin ich tot. Das heißt, wenn die mich einmal erwischen, dann
gibt es jedes Mal diesen Moment, in dem sich entscheidet, ob ich sterbe oder nicht. Aber was soll sein? Es sind ja nur 8 oder 9 von denen, wenn es reicht. Gut, jetzt vielleicht mal versuchen, einen aufmerksam zu machen. Vielleicht sollte ich auch tatsächlich diese Monster da drüben, so unangenehm das ist, auch wieder beseitigen, weil ich da sicher irgendwann reinflüchten will. Und wenn da die Monster drin sitzen, dann wird das kein Sinn mehr mit dem Reinflüchten. One down, 250 to go. Ja, jetzt, was ist sinnlos daran? Was ist sinnvoll? Wenn das Ergebnis eine ästhetisch befriedigende Performance ist, wenn man also von der Fähigkeit dieser Speedrunner beeindruckt ist oder von der Sorgfalt, mit der der Speedrun geplant ist, wenn man sieht, wie genau und wie ausgeklügelt bis ins Detail auf das Level-Design zugeschnitten diese Speedruns sind, das kann man natürlich wertschätzen. Und dann ist es ja aber nicht mehr sinnlos. Dann ist es ja ein ästhetischer Genuss. Und es ist eben auch eine zwar praktisch nicht so richtig relevante, aber doch eine Leistung, die ein definiertes Problem gelöst hat. Okay, das definierte Problem hat jetzt keine Folgen in der Welt direkt. Wobei das Beispiel von H. Bomber Guy spricht natürlich dagegen. Der hat Donkey Kong nicht nur alle Achievements, sondern ich glaube alle Münzen und alles, was es in dem Spiel einzusammeln gab, hat er eingesammelt, inklusive von ein paar Sachen, die gar nicht mitgezählt werden, sodass er dann auf über 100% Erfüllung kam am Ende. Und auch das ist natürlich ein völlig sinnloser Vorgang, eigentlich. Aber wie gesagt, über 300.000 Pfund an Spendengeldern für eine gute Sache eingesammelt. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das sinnlos ist. Und da ist dann aus dem Sinnlosen durch den sozialen Kontext und durch das, was drumherum passiert ist, plötzlich was Sinnvolles geworden. Aber ich würde sogar argumentieren, dass selbst ohne den sozialen Kontext die alleinige Tatsache, dass das ästhetisch befriedigend ist, das mit anzuschauen, im Gegensatz dazu, wie ich hier rumstehe und darauf warte, dass da kommt jetzt endlich mal einer alleine. Wie ich hier wie so ein Feigling rumstehe, das ist ästhetisch jetzt nicht so befriedigend, obwohl das hübsch aussieht, aber das ist ja nicht die Ästhetik, um die es hier geht, das ist ja klar. Es geht nicht um den visuellen Aufbau, es geht nicht um die Farbgebung. Es geht darum, dass man die Fähigkeit eines anderen Menschen erkennt. Dass man sieht, hier hat jemand eine Kompetenz. Und das ist selbst dann befriedigend und nötigt uns Respekt ab, wenn die Kompetenz selber gar keinen Wert hat. Wenn die Kompetenz selber, wie eben im Fall dieser Speedruns, oh je, jetzt bin ich zu atmen, ne? Ja, etwas gedroppt. Was mag das sein? Ach, endlich mal. Jetzt haben wir auch ein Brenneisen. Jetzt geht's richtig los. So, immerhin fallen ein paar Seelen an. Da drüben liegen ja noch jede Menge von uns. Die holen wir uns auch wieder, nicht fest entschlossen. Das ist nicht spannend anzuschauen, aber dann machen wir jetzt schön langsam und sorgfältig. Wobei, wenn ich hier... Na komm. Nummer 2 weg. Und die Health Bar ist schon wieder auf die Hälfte reduziert. Das ist... Puh, ich hoffe, dahinter kommt ein Bonfire oder sonst irgendwie eine Zäsur. Also weil das ist ja echt mühsam, dass wir das nicht mehrfach machen müssen. Das würde ich gerne, da würde ich jetzt gerne mit fertig sein, wenn ich das gleich durch habe. Also ich bewege mich auf jeden Fall auch langsamer. So, ich glaube, das war's. Drüben
sind riesige Ratten. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht in den Raum mit den Monstern, denn da sind ja jetzt keine Items mehr drin. Aufbau ist auch voll. Seelen sind wieder da. Good to go. Jetzt nur aufpassen, dass jetzt nicht irgendein Kurzverschluss hier eine böse Falle zuschnitt am Boden. Hier zum Beispiel, das ist doch schon wieder. Oh je. Ich bin ja kein Freund der Mimics in diesem Spiel, muss ich sagen. Okay, mal als ersten Schlag mal den Heavy. Nein, das gibt's. Nein. Diese Mimics sind echt, also dieses Spiel hier, das hinterletzte. Puh. Ich bin aber auch, also ich muss mich selber tadeln, weil den hätte ich mir auch für später aufheben können, in der Hoffnung, Moment, jetzt wieder zurück auf die andere Seite, da geht's lang. Das zu riskieren war jetzt eigentlich nicht nötig. Warte mal, hier noch einen machen. Oh, nehme ich gerne. Scheiße. Also den hebe ich mir definitiv für später auf. In der Hoffnung, dass hier ein Bonfire kommt. Wobei, naja gut, guck mal erstmal, was kommt. Wenn es ein Bonfire ist, kommen wir an den Gegner ja auch nicht so einfach. Das sieht aber auch gar nicht nach Bonfire aus, leider. Okay. Wir sind jetzt unten angekommen auf unserer sinnlosen Reise. Und da kriegen wir übrigens auch die Verbindung zur Philosophie von Camus zum Beispiel, Mythos von Sisyphos, der ja auch dadurch besonders glücklich wird, dass er das Sinnlose klaglos und immer wieder tut. Und das ist in gewisser Weise Komponente des Genusses auch bei diesen Spielen, dass sie rausgenommen sind aus der Lebenswelt. Das ist, wie gesagt, ja generell die Idee von. Okay. Das ist ein neues Areal, das müsste irgendwann mal ein Bonfire geben. Fände ich ganz gut jedenfalls. Scheiße. Vorher müssen wir noch den hier platt machen. Verstehe ich das richtig? Das jetzt schon wieder. Diese Schwerfälligkeit. Naja, ich beschwere mich nicht. Es fühlte sich zwischendurch wieder mal ein bisschen frustrierend an, weil das Spiel nicht reagiert. Aber auch mit der Frustration muss man ja umgehen lernen. Das ist zwar nicht die eingeplante beim Spieldesign, oder beziehungsweise nicht die, wie soll man sagen, eingeplant ist sie vielleicht sogar, weil die den Spieldesignern ja durchaus auch klar sein könnte, dass. Also hier sitzt doch jetzt aber allmählich ein bisschen noch. Ich
ich rieche Bonfire, ich sehe es noch nicht. Hier muss doch jetzt mal eins sein. Hier ist es. Ich möchte jetzt hier nicht sterben, bitte. 32.000 Seelen. Richtigen Riecher gehabt. Und ich glaube, das war auch ein Undead Bone Shard. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, also, wir haben jetzt wieder ein gutes Stück Fortschritt gemacht. Naja, ein Bonfire weiter sind wir. Es gibt noch den Gegner, den ich gerade da sich selber überlassen habe. Ich weiß nicht, ob ich... muss ich ja nochmal diese 9, 10, 20... Jailer platt machen. Weiß ich nicht, ob ich das bald mache, aber Aldridge steht ja auch noch aus und Aldridge war, glaube ich, eine Sackgasse und dann stehen auch noch bei Aldridge oben glaube ich ein paar Seitenzweige aus, die mit diesem drehbaren Turm zu lösen sind. Das müssen wir alles vielleicht nächste Folge machen. Nächste Folge wird es darum gehen, wie man ganz praktisch mit der Frustration fertig wird. Da ist mir nämlich auch durch dieses Experiment jetzt was klar geworden, was vielleicht ganz nützlich sein kann. Jetzt erstmal beende ich diese sinnlose Tätigkeit und entlasse meinen Zuschauer und mich in die Freiheit. Aber nicht vergessen, Sinn und Sinnlosigkeit liegen nicht nur im Auge des Betrachters, sondern gerade was Sinnloses kann eine ganz eigene ästhetische Qualität gewinnen und dadurch fast so eine meditative Komponente bekommen. Gerade weil man weiß, dass man was Sinnloses tut, kann das eine große Ruhe ausstrahlen und eine große Zufriedenheit herstellen. Und das ist für mich zumindest, abgesehen von den Momenten, in denen ich mich ärgere, an denen, das ist ja der Gegenstand des Experiments, aber das ist das, was mir an Spielen auch gut gefällt, dass man in so diesen, was, ich muss mal sehen, ob ich den Namen ausgesprochen kriege, Michael Csikszentmihalyi, ein Psychologe, glaube ich, jedenfalls ein Neurowissenschaftler, der den Begriff des Flow, weiß nicht, ob er ihn geprägt hat, aber er hat ihn auf jeden Fall groß gemacht und da mehrere Bücher drüber geschrieben. Und diese Flow-Zustände, die kann man eben auch mit sinnlosen Dingen herstellen. Und die sind vielleicht sogar besonders attraktiv, wenn man sie mit sinnlosen Dingen herstellt, weil man dann eben nicht die Intrusion von, warum mache ich das eigentlich, was will ich erreichen, das macht alles keinen Sinn, weil ich will gar nichts erreichen, ich will nur dieses Spiel zu Ende spielen. Es ist alles immanent im Spiel und genau dadurch komme ich besonders gut in diesen Flow. So, damit will ich es aber gut sein lassen. Die sinnlose Folge ist beendet, wir freuen uns auf die nächste Folge, in der es um sinnvolle Dinge geht. Tschüss!